Da packt er seine Verkaufstricks natürlich aus und dementsprechend announced er diesen neuen Schuh natürlich in den Streets of Chicago, also die Heimatstadt von Michael Jordan. Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich sage euch eins, Freunde, ich packe mein Leben nicht mehr. Ich bin momentan schon wieder in einer meiner Lieblingsphasen, wenn es um meinen Beruf als YouTuber und auch Designer von Mode geht. Es ist einfach die geilste Phase überhaupt, wenn du dabei bist im kreativen Prozess und wenn sich Ideen, die sich einfach in deinem Kopf seit Monaten hinweg manifestiert haben, endlich umsetzen kannst und du siehst, wie alles Form annimmt. Für mich gibt es keine erfüllendere Arbeit, als wie eine Idee zu verwirklichen und dem Aufbauprozess und dem Entstehungsprozess einfach zuzusehen. Das macht mir die meiste Freude und vor allem, wenn das Endprodukt richtig genial wird, so wie bei der dritten Kollektion, macht das Ganze umso mehr Spaß. Liebe Freunde, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, letztens bin ich erst daran gesessen, wirklich alles zu zeichnen, alle Ideen, die ich in meinem Kopf habe, endlich auf Papier zu bringen. Wie viele von euch wissen, habe ich ja auch die erste Kollektion mit der Hand gezeichnet und bin dann auf den Computer übergegangen, bis das Ganze dann von einem professionellen Grafiker wirklich auf Kleidung printen kann, ohne da irgendwie Ausreißer von meiner Hand zu sehen. Also es macht wirklich mega, mega Spaß. Seid auf alle Fälle gespannt. Ich bin so begeistert von dieser Kollektion. Ich weiß gar nicht, ob das... Ja, ich will gar nicht mehr verraten. Es wird jetzt von Video zu Video immer mehr und mehr geben, mehr und mehr Infos zur dritten Kollektion. Was ich sagen kann, auf alle Fälle vor Weihnachten kommt das Ganze noch raus. Und eins verrate ich noch, wir werden preislich billiger, liebe Freunde. Ja, tatsächlich. Ich habe mir einfach gedacht, eine größere Marge an Produktion, die Kollektion vergrößern und dadurch kann ich mit den Preisen auch runterschrauben, damit das für jeden von euch erschwinglich ist. Das war's zur Kollektion. Das Thema des heutigen Tages ist aber, what the fuck, Basketball. Yeezy-Schuhe. Also das ist für mich was ganz, ganz Neues. Ich war anfangs ja sehr, sehr skeptisch. Also als ich die ersten Yeezy gesehen habe, die in Richtung Basketball gehen soll, habe ich mir gedacht, okay, Kanye, jetzt übertreibst du mal wieder maßlos. Nachdem du 2020 Präsident werden willst, willst du auch jetzt Yeezy Basketball-Schuhe herausbringen. Du, der aus dem Street-Lifestyle kommt, also wirklich Produkte, um sie zu tragen, um sie zu rocken, um sich gut damit zu fühlen und jetzt nicht irgendwie um eine besondere sportliche Performance damit zu bringen, ist für mich nicht ganz zusammengegangen. Vor allem, als ich dann die ersten Entwürfe der Yeezy Basketballschuhe gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, lass es lieber bleiben. Allerdings ist Kanye dran geblieben. Wir kennen den Typen ja. Der verbeißt sich in etwas und setzt diese Dinge um. Genauso wie wir das in der Maximilian Army machen. Von dem her auf jeden Fall eine Inspiration. Und er hat sich auf keinen Fall von den Kritikern deine Ideen mies machen lassen. Das kennen wir auch in der Maximilian Army. Wir setzen einfach um. Was schon gefällt, liebe Freunde. Sehr gut, dass er dran geblieben ist, denn es sieht richtig, richtig nice aus, was dabei rausgekommen ist. Also wie man den Schuh hier sieht, ich werde im Laufe des Videos immer mal wieder Fotos einblenden, schaut der schon richtig lit aus. Man muss dazu sagen, nicht er alleine hat den designt, wie auch schließlich ist er im Bereich Performance jetzt, ja, er ist Musiker, liebe Freunde. Ja. Also was die High Performance von Schuhen angeht, hat Adidas logischerweise mehr Knowledge, dementsprechend waren auch viele Head Designer an seiner Seite, um seine Ideen umzusetzen und diesen Schuh herauszubringen. Was man hier an diesem Schuh schon sehr gut erkennen kann, sind die gleichen Muster wie auch beim Yeezy 700 vorne an der Lasche. Also auch hier finden wir diese Muster wieder. Natürlich Reflektoren, die wir auch vom Yeezy 700 schon kennen und natürlich die Knit-Variante. Also dieser Stick-Moccasin-Look, den er auch bei den Yeezy 350 zuallererst eingeführt hat, findet sich in dem Basketballschuh wieder und ich muss dazu sagen, diese Kombination aus Reflektoren und dieser Knit-Version, also eigentlich die Kombination aus Yeezy 350, Yeezy 700 und durch das Hightop auch Yeezy 750, ist ein echt guter Mix dabei herausgekommen. Also ich werde mir den Schuh auf alle Fälle holen. Marketingtechnisch natürlich eine absolute Glanzleistung. Also wenn man bedenkt, dass allgemein Basketballschuhe, was Nike betrifft, und Adidas brauchen wir gar nicht sprechen, die haben kaum Verkaufszahlen, wenn es um Basketballschuhe geht, aber Nike allein schraubt schon irrsinnig zurück. Das einzige Modell, das nach wie vor und auch weiterhin gehen wird, ist natürlich der Jordan. Aber was wirklich andere Basketballschuhmodelle von Nike angeht, off-court, also außerhalb vom Basketballfeld, werden die kaum getragen. Auch für Adidas ein absolutes Neuland, was da erkundet wird, wenn es darum geht, dass die Schuhe auch verkauft werden. Ja, also Adidas natürlich bringt auch Basketballschuhe heraus, die sich ja wenig
bis schlecht verkaufen lassen. Deswegen ein neuer Aufbruch für beide, also wirklich ein kluger Schachzug von Kanye West und von Adidas selbst, sich da neu auszutoben, denn die ganze Sneaker-Kultur kommt ja eigentlich von den Basketballschuhen. Ja? Also hier wieder zurück zum Ursprung zu finden und einen frischen Wind wieder hereinzubringen und zu sagen, hey, wir bringen jetzt neue coole Basketballschuhe raus, gemeinsam mit Yeezy, weil was Yeezy macht, verkauft sich auch, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schachzug. Und wenn es um die Vermarktung geht, liebe Freunde, dann lässt sich Kanye natürlich nicht lumpen. Der packt da seine Verkaufstricks natürlich aus und dementsprechend announced er diesen neuen Schuh natürlich in den Streets of Chicago, also die Heimatstadt von Michael Jordan. Hier ist er mit den neuen Yeezy Basketballschuhen unterwegs, lässt sich hier ablichten und macht natürlich einen schlanken Fuß mit den neuen Schuhen. Also natürlich wieder Verkaufsstrategien on point, wird sehr, sehr gut funktionieren. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Was ist eure Meinung? Punkt Nummer 1, gefällt euch der Schuh? Punkt Nummer 2, was hält ihr davon, dass Yeezy jetzt Basketballschuhe rausbringt? Und Punkt Nummer 3, wie gefällt euch der Yeezy im Vergleich zu anderen? Also was mich angeht, ich bin absolut begeistert. Mir gefällt der Schuh auf alle Fälle. Ich bin zukünftig dann auf jeden Fall noch gespannt, wer diese Schuhe rocken wird, außer Kanye und seine engsten Leute. Also auch von den Promis her, wer wird diese Schuhe anziehen? Welchen Rapper, welchen Musiker, welchen Designer, welchen Sportler wird man damit herumlaufen sehen? Das ist auf jeden Fall Zukunftsmusik. Eines kann ich auf jeden Fall sagen, wenn ich meine Hände an diese Schuhe bekomme, werde ich sie rocken ohne Ende in den Streets of Vienna. Liebe Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es so war. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Euer Maximilian.